Kapitel 14. Immer zu schwach. Immer noch schreitest du voran. Immer noch glaubst du, eine Chance zu haben. Du gibst dich einer falschen Hoffnung hin, statt den wahren Zweifeln. Flamme kannte diesen Ort. Es war nicht derselbe, an welchem er letztes Mal dieser wahren Gestalt gegenübergetreten war. Doch auch war er damals in Ferne noch an einem anderen Ort begegnet. Auch diese Bestie machte sich nun allerdings den See zum Heim, an welchem sich auch Flamme wiedergefunden hatte. Lediglich alles Wasser schien geschwunden. Stattdessen stieg Feuer empor, wo einst ein See war. Du weißt nicht einmal, wovon du redest. Du willst eins mit mir sein und denkst, ich hätte wirklich Hoffnung? Ich hab keine Wahl, nichts anderes. Die Antwort bewegte genauso viel, wie Worte es letztes Mal getan hatten. Absolut gar nichts. Der rote Vulpix-Umriss schien die Worte seines Gegenüber nicht einmal zu hören. Nun, das oder er ignorierte sie bewusst vollständig. Jeder Schritt, den du tust, ohne deine Wege zu ändern, ist ein Schritt auf falschen Wegen, die ein Ziel nie erreichen werden. Du kannst umkehren, die Wege zurücktreten und hoffen, dass du eines Tages doch am Ziel ankommen wirst, an welchem dein Scheitern liegen wird. Oder du gibst auf, setzt dich zur Ruhe, endlich wissend, wo dein Platz ist. Wie wäre es mit weder noch? Ich folge dem Weg weiter, den ich gesagt bekommen habe. Ob er am Ende der richtige ist, das bezweifle ich. Aber zumindest habe ich getan, was von mir verlangt ist. Jede Anstrengung ist eine zu viel. Wenn am Ende ohnehin nichts liegt. Dem Wort anderer zu folgen, zerstört den Geist. Und lässt dem Erfüllen ihrer Bitten etwas zu hoffen, ist närrisch. Sich auf andere zu verlassen, ist närrisch. Ein Sieger bestreitet den Weg alleine und stößt ab, was sich auf Augenhöhe hält. Eine große Frage stellte sich Flamme hier. Wieso versuchte er immer noch etwas mit Worten zu bewirken? Diese waren mehr als eindeutig ohne Wirkung. Dementsprechend war ein Angriff, was folgen sollte, welcher sein Ziel nicht fand. Und doch ein klares Ziel setzte. Wahrheit bleibt auch weiter stärker als Gewalt. Man könnte meinen, du würdest lernen, als du letztes Mal die Macht der Wahrheit spürtest. Und doch stellst du dich erneut im Kampf. Erneut waren es die blutroten Dornranken, welche den Kampf seitens des Wahns begannen. Doch Flamme war voll und ganz bereit, nachdem er diese noch vom letzten Mal kannte. Auch der nächste Schritt schien identisch, als sich das Monster teleportierte und versuchte, so einen Treffer zu landen. Dieses Mal schlug Flamme einfach zu, auch wenn sein Hieb wenig anrichtete und wiederholte selbiges sofort. Denn ihm war an diesem Punkt klar: Der Feind würde vorhersehen, dass Flamme nach dem ersten Hieb zur Seite ausweichen würde. Im Versuch, einem Konterangriff zu entgehen, welcher jedoch den Ort abdecken sollte, zu welchem das Vulpix ausweichen würde. Irgendwie schien der Feind sich nicht anzupassen, sondern eher ein festes Kampfmuster zu haben, welchem er immer folgte. Nur, dass Flamme es dieses Mal bereits kannte. Dummerweise endete an diesem Punkt jener Teil des Musters, welchen Flamme verstand. Nach einem simplen Hieb, welchen Flamme einfach entging und mit einem Flammenwurf erwiderte, erfüllte sich der gesamte Raum mit Feuer. Letztes Mal hatte der Kampf an diesem Punkt geendet. Flamme war gescheitert, da dieser Angriff ihn traf und ausnockte. Was unter anderem daran lag, dass er wahrlich alles erfüllte. Wie sollte man entgehen? Und auch dieses Mal
konnte Flamme keine Antwort finden, als er die Hitze spürte, welche selbst ein Feuer-Pokémon verbrannte und das schreckliche Geräusch in seinen Kopf zurückschießen ließ, welches bereits letztes Mal zum Problem geworden war. Nur war dieses Mal eine Sache anders. Das Vulpix war bis zu diesem Punkt nicht geschwächt worden. Dementsprechend traf der Angriff mit viel Macht und richtete großen Schaden an. Doch er war noch nicht genug, um den Kampf zu beenden. Du stehst noch? Anscheinend bist du weiter als noch bei unserer letzten Begegnung. Was allerdings keinen Unterschied machen wird. Du könntest für Stunden durchhalten. Solange du so schwach bist, kannst du mir nichts zufügen als simple Kratzer. Was zunächst einmal erfordert, dass du noch länger durchhalten kannst. Die roten Dornranken schwanden. Anscheinend hatten diese nun ausgedient. Stattdessen schwebte ein rotes Licht direkt über der Silhouette. Kurz geschah nichts, während Flamme dieses aufmerksam betrachtete. Sekunden später jedoch schoss ein mächtiger Strahl aus rotem Feuer aus jenem Licht hervor. Direkt auf Flamme abgezielt, welcher jedoch auswich. Sofort sprintete er erneut los, um einen Krallenhieb sein Ziel finden zu lassen. Was auch funktionierte, doch ohne großen Einfluss. Währenddessen erschienen neue Lichter, verteilt über den ganzen Raum. Was Flamme im Augenwinkel aufgefallen war, sie erschienen nacheinander, nicht gleichzeitig. Woraus er schloss, dass sie vermutlich auch nacheinander bereit wären, ihren Angriff abzufeuern. Was auch war, was tatsächlich geschehen sollte. Allerdings gab es zwei Probleme. Weder wusste Flamme, in welcher Reihenfolge diese erschienen waren, noch war ihm klar, dass diese alle in einer geraden Linie in jene Richtung schossen, in welcher ihr Hervorbringer war, anstatt Flamme selber anzuvisieren. Dies würde den Angriff vorhersehbar machen. Doch nicht, wenn er keine Möglichkeit mehr hatte, die Reihenfolge der Strahlen herauszufinden und raten musste. Was auch eine ganze Weile lang gut ging. Aber eben auch nur eine Weile. Knapp vor dem Ende erfasste einer der Angriffe das Ziel direkt. Und das Schreien in Flammes Kopf wurde lauter und lauter. Seine Ohren schienen zu zerbersten, obwohl das Geräusch nicht einmal von außen hereintraf. Doch zu seiner eigenen Überraschung schaffte er sich, noch einmal zu erheben. Er war noch nicht am Ende, sondern erzielte stattdessen einen Konterangriff, welcher einen Feind traf, welcher ihn entweder nicht erwartet hatte oder in dessen Kampfmuster Ausweichen einfach nicht eingebaut war. Nun, es war ein Weder noch. Ausweichen folgte nämlich, als Flamme erneut angreifen wollte. Glücklicherweise folgte hierauf kein Angriff, welcher schnell genug bereit war, als das Reagieren nun nicht mehr möglich gewesen wäre. Jedoch erschien erneut rote Lichter, dieses Mal scheinbar kleiner und weniger. Die Schwierigkeit dieses Angriffes zeigte sich jedoch schnell. Letztes Mal waren all die Strahlen auf ihren Urheber losgegangen, welcher gleichzeitig durch seine Unbeweglichkeit verwundbar blieb. Dieses Mal hingegen schien sich die rote Gestalt nach jedem einzelnen Strahl an einen neuen Ort zu teleportieren, was Vorhersehbarkeit und Bestrafbarkeit minimierte. Glücklicherweise änderte es jedoch nichts daran, dass die Angriffe als solche nicht immer überhaupt versuchten, ihr Ziel zu finden. Und jene, die es taten, brauchten lange genug, als das Reaktionszeit verblieb. Hartnäckigkeit kann eine Tugend sein. Oder ziellos. Ich bin immer noch nicht spürbar verwundet. Du näherst dich dem Ende der Kräfte. Alles, was du tust, ist eine unabdingbare Niederlage herauszustrecken. Dann sehen wir einmal, ob du es gleich immer noch weiter versuchst.
Oder ob du es endlich bleiben lässt. Erneut erschienen die roten Lichter. Dieses Mal wieder größer als noch vorher und auch in extremen Mengen. Ihr Muster war nicht schwierig zu erkennen, da diese alle in einem Kreismuster auftauchten. Das Hauptproblem zeigte jedoch, als diese begannen loszuschießen. Diesen Kreis der Angriffe durch bloßes Rennen zu umgehen, schien unrealistisch durch die pure Geschwindigkeit der Abfolge, welche sich im Zentrum aller Lichter sammelte. Zwar waren die Strahlen recht groß, aber nichts, woran ein trainierter Kämpfer scheitern würde, welcher eine gewisse Sprungkraft besaß. Allerdings folgten nun gleichzeitig mit den Lichtern erneut die roten Dornen, welche aus dem Boden herausschossen und schier endlose Fläche abdeckten. Beinahe wie bei jenem Angriff, welcher letztes Mal den Kampf beendet hatte, fehlte dem Vulpix jegliche Idee, wie er hier ausweichen könnte. Was auch dazu führte, dass er auch hier getroffen wurde. Nicht verwundet, dies schien an diesem Ort immer noch nicht möglich. Doch es raubte Energie und Kontrolle. Ruhig und sich seines Sieges bewusst, näherte sich die rote Gestalt Flamme, welcher nun wieder zu Boden gegangen war. Wach, aber ohne wahre Möglichkeiten. Du bist zäher geworden. Doch was nützt es? Du kannst nicht mehr Zeit schinden. Zeit vor einer unumgänglichen Niederlage. Zeit, die dem Feind mehr helfen wird als dir. In einem Kampf, in dem es um Leben und Tod geht. Du magst dich fühlen, als wäre dieser Kampf für dich ein besserer gewesen. Doch es bringt dich noch weiter vom Ziel ab. Der falsche Weg führt weiter und weiter. Du hast nichts, was du brauchst, um eines Tages den großen Sieg zu erringen. Du läufst den Weg der Verlierer. Und du hast nie einen anderen gekannt. Mit diesen Worten wandte es sich ab und überließ Flamme sich selbst. Wieder schwand die Gegend um ihn in Finsternis. Der See wurde zu schwarz, die blauen Weiten ebenso. Wie lange würde diese Finsternis halten? Flamme wusste es nicht und würde es auch nie wissen. Er hatte verloren. Schon wieder. Nicht einmal in einem Kampf mit sich selbst konnte er sich behaupten. Wenn die Wahngestalt doch recht hatte. Nein, dies war gar keine Frage für das Vulpix. Er wusste doch, dass sie es hatte. Die Chancen auf seinen Sieg waren null und waren es immer gewesen. Die Hoffnungen, die andere in ihn setzten, waren umsonst und ohne Basis. Die Weltengeister konnten doch nicht wirklich glauben, dass jemand wie er in der Lage wäre, einen Krieg zu gewinnen, welchen schon Krieger in anderen Sphären verloren hatten. Das Einzige, wobei er sich nun noch unsicher war, war er wirklich so sehr auf dem falschen Weg. Den Pfad der Sieger. Die Bestie hatte ihn nicht ausgeschlossen. Selbst für jemanden schwach wie Flamme. Aber jeder Schritt, den er im Moment tat, jeder einzelne von ihnen, führte ihn fort vom Ziel. Wäre er alleine stärker, wie es alles in ihm zu glauben schien, ob nun Inferno oder Wahn. Aber wie sollte er denn alleine stark sein, wenn er nicht einmal in einem Team etwas bewirken konnte? War es wirklich ein Fehler, überhaupt weiterzumachen? Dies war der eine Punkt, welchen das Wesen immer verlauten ließ, welchen das Vulpix nicht verstehen konnte. Schwach wie er war, gewann Flamme nichts daraus voranzuschreiten. Aber er gewann doch auch nicht mehr daraus, den Krieg gleich aufzugeben. Er hätte doch etwas Ruhe, bevor es alles enden würde. Aber wie sollte er eine derartige Ruhe in der Lage sein zu genießen,
wenn er denn wüsste, dass jeder neue Tag der letzte sein könnte. Und was gewann dieses Wesen in ihm überhaupt daraus? Nun, vermutlich nichts. Aber das musste es auch nicht. Es waren Flammes eigene Zweifel. Sein eigener Wahn. Sie wollten nichts gewinnen, sondern nur jenen brechen, welcher sie führte. Und das mit Erfolg. Andererseits galt es auch zu bezweifeln, wie erfolgreich dies wirklich war. Auch ohne diese Kämpfe gegen ein inneres Wesen. Selbst würde er nur normal reisen, die Zweifel wären schlimm genug. Es war doch auch nichts weiteres als ein Hindernis unter vielen, ein weiterer Garant der Niederlage, wenn es schon multiple andere gab. Mehr als scheitern konnte selbst Flamme nicht, so sehr es sich manchmal so anfühlte. Aber wer konnte schon wissen, was sein reiner Versuch bewirken könnte? Wäre vielleicht Soll in der Lage zu bestehen, aber nur in Begleitung eines Versagers wie Flamme? Was Soll und Absol wohl gerade taten? Vermutlich kämpfen. Und das vermutlich mit deutlich mehr Erfolg. Die Antwort hierauf sollte sogar schon bald folgen, als Licht wieder den Blick des Vulpix erfüllte. Die Sonne schien ihm ins Gesicht. Er spürte den heißen Fels, auf welchem er lag. Sowohl sein Bruder als auch Vulnonas Schüler betrachteten ihn nervös. Flamme, bist du das? Mühselig stand der sogenannte Auserwählte auf. Ja, leider. Also hattet ihr mehr Erfolg als ich. Ich denke nicht. Keine Ahnung, was genau los mit dir war. Du hast irgendwann einfach aufgehört zu kämpfen und bist umgekippt und... Naja, jetzt bist du anscheinend wieder normal. Also habt ihr dieses Ding gar nicht besiegt? Also, ich bezweifle es zumindest. Es hat nicht so gewirkt, als hätten wir tatsächlich irgendwas bewirkt. Und bei dir ist wieder alles in Ordnung. Flamme griff sich etwas Tilithium und zerrieb es, den Geruch einatmend. Er fühlte sich nun freier, aber irgendwie auch nicht. Sagen wir mal, es geht mir nicht schlechter als vorher. Zumindest nicht viel. Das muss reichen. Wenn du wirklich meinst, wollen wir dann weitergehen? Immerhin sind wir gleich da. Vermutlich können wir bei Xatu kurz rasten.